Was ist mit der Zeit passiert? Sie braucht mal eine Auszeit. Im Jahre 2015 gab's einen Knick in der Raumzeit. Es scheint so, als hätte die Dunkelheit hier eine Mehrheit. Doch ich definiere mein Handeln durch eine durchgehende Echtheit. Durch Leiden verliert man sein Herz ziemlich schnell und erschafft rasch ein dem Schmerz sehr dienliches Skalpell, das in Beziehungen schneidet, während man still daran leidet, während man sich heimlich in große Hoffnungen kleidet. Man schafft sich damit eine starke Abschirmung, doch für den Geist und den Körper hat das keine gute Wirkung. Ich würde so gern wieder das Licht anschalten in der Szene, weil das, was ich sage, ist eine ganz andere Ebene. Es ist kommerzieller Verlust von herzlichen Zügen, weil die Rapper es noch feiern, ihre Fans zu belügen. Ich hingegen freue mich so sehr über jedes Abo, jedes Like, jeden Zuschauer, jede Nachricht, die sagt, was du machst, ist geil. Nur noch Hass in den Zeilen, kein Wort mehr über das Gute. Reden von Gewalt, während ich euch mit viel Licht umflute. Was mir das gibt, kann ich in so vielen Worten nicht beschreiben, weil ich durch Records ins Herz treffe wie bei Zielscheiben. Ich will nicht teilen, ich will nur, dass ihr versteht, dass die Szene euch verarscht, worum es denen nur geht. Ist das Geld, weil sie euch ausnehmen wie einen Truthahn. Vor Auftritten trinken sie sich wegen der Lügen dann Mut an. Glaubt ihr echt, die würden sich wirklich noch um euch kümmern? Das Einzige, was das macht, ist, dass ihre Gefühle verkümmern. Es geht doch nur noch um Drogen, Schüsse und Gewalt, das ist alles Verarsche, es geht ihnen nur um ihr Gehalt. Die wollen sich von euch ihren Anteil besorgen und euch eine Zukunft versprechen, nur ohne Morgen. Das bereitet doch Sorgen, die haben lange verloren, denn ich knalle ihnen ein Stück Licht um die Ohren. Zusammen schaffen wir es, dass ihre Herrschaft hier endet, denn was die haben, ist lyrisches Blut an ihren Händen. Lasst uns endlich keine Zeit mehr an diese Echsen verschwenden, denn das, was die tun, ist statt zu kreieren, zu schänden.